Guten Morgen, Michael. Willkommen beim Espresso con Paolo oder wieder willkommen beim Espresso con Paolo. Hallo Paolo, ich habe kein Espresso, sondern ich bin hier mit meiner Kaffeetasse unterwegs. Schönen guten Morgen, schön, dass wir uns hier mal wieder austauschen im neuen Jahr. Ich glaube, darf man sagen, ne? Frohes Neues an alle, die jetzt uns Frohes zuschauen. Neues natürlich an alle, die zuschauen, die sich angekündigt haben, dass sie dabei sind. Schöne Farbe übrigens, die Tasse. Find ich gut Ja, passt. passend extra für dich ausgesucht. Ich habe auch immer diese Pantone-Tassen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das steht auch bei mir auf der Rückseite. Aha. 190 C, ja, für alle, die im Thema Wie sind. heißt die Nummer? Wie heißt die Pantone? 179 C. 179C. Gut, merke ich mir. Sieht sehr ähnlich zu meinem Rot aus. Sehr gut, ja. Dann, bevor wir in medias res gehen mit dem Thema, das wir für heute angekündigt hatten, über das wir sprechen wollen, vielleicht noch mal ganz kurz: Wer bist du? Was machst du für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Genau, ich bin Bitte. Michael Wernecker. So ganz offiziell mit allen Titeln, die ich jemals gesammelt habe, Professor Dr. Michael Wernecker. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Institut für Marketing, Geschäftsführer von einer Digitalagentur und leite zwei Studiengänge an der Mobile University zum Thema Online-Marketing und Digital-Marketing. Also irgendwie mit diesem Marketing-Thema beschäftige ich mich rund um die Uhr. Ich sage immer Kernkompetenz, ich kann nichts anderes. Ja, und wir beiden kennen uns ja jetzt auch schon seit ewigen Jahren, aus deiner Monsterzeit noch. Ja, und gemeinsamer Kontext ist immer das Thema Social Selling oder direkt, wie macht man Vertrieb und Marketing halt in den modernen Welten. Ja, da Was ist hast du das? wirklich eine schöne Vita hingelegt, bisher. Also wir haben uns tatsächlich vor, boah, fast 20 Jahren, also es sind 18 Jahre, glaube ich, wir Meine laufen Haare sind aufs. grau geworden in der Zeit. Welche Haare, Michael? Ja, die Hunden, meine Tochter sucht auch immer, wenn ich sage, wo sind Papas Haare? Dann sucht immer doch der Papa hinten. Aber Scherz beiseite, wir haben uns tatsächlich in meiner Zeit kennengelernt, wie du hast gesagt, Monster. Ich habe ja über 20 Jahre mit Monster die Digitalisierung in der Dachregion vorangetrieben. Da ging es halt noch um Recruiting, Online-Recruiting. Als ich angefangen habe, haben die bei Siemens noch wäschekörbeweise die Bewerbungen weggeschleppt. Und als ich aufgehört habe, dann waren es halt Unmengen an Terabyte Daten für die Bewerbungen bei den Großkonzernen. Das haben wir beide mitgemacht. Du als Agenturleiter bzw. Deutsches Institut für Marketing, Schulungsanbieter. Ich auf der Seite von Monster als Vertriebler, also 20 Jahre Vertriebserfahrung bringe ich ja mit. Jetzt haben wir uns tatsächlich getroffen. Wir sind ein gutes Beispiel, wie Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten, oder? Tatsächlich haben wir beide aber die alte Welt noch mit Fax und SMS und alles Mögliche mitbekommen. Und die Frage, die wir heute mitgebracht haben, ist, oh, ja, braucht man Social Selling nach dem Ende der Pandemie überhaupt noch? Ja, ist doch schön. Also gerade wir beide können ja sagen, wir haben die alten Welten erlebt, jetzt es gibt keine Beschränkungen mehr, Corona ist vorbei, machen wir weiter wie früher, oder? Und übrigens, für alle die zuschauen, wir haben ja die Möglichkeit, eure Fragen hier anzuzeigen. Wenn ihr Fragen also direkt an Michael oder mich habt zu dem Thema oder zu allem anderen, was euch so einfällt, stellt die gerne. Aber wie siehst du es? Also wir können ja weitermachen wie früher, oder? Nein? Genau, das ist ganz interessant, ne? Also es gibt ja immer so diese Aussagen, was hat denn am stärksten diesen Digitalisierungspush geliefert, ne? Also nicht der CEO, nicht der, keine Ahnung, Digital Manager, sondern die Pandemie. Und jetzt merken wir was ganz Interessantes, gerade im Vertrieb, jetzt kommt, egal mit welchem Vertriebskollegen man jetzt gerade spricht, die sagen alle, ach, dann kann ich wieder zu den Kunden fahren, ne? Also dieser Impuls, ne, sich wieder austauschen zu können, der ist natürlich extrem groß. Und viele glauben, jetzt kann ich wieder genau in dieses Thema zurückfallen. So, aber, und jetzt wird es ja ganz interessant, dass halt eben Kunden sich ja aber irgendwie geswitcht haben im Sinne von, wie kann ich mich informieren, wie kann ich meine Entscheidungsprozesse machen und sind es gar nicht mehr gewohnt, dass da einer kommt und sagt, ich komme mal vorbei und dann präsentiere ich Ihnen das. Ja, das ist doch bloß nicht genau, ne? Ja, bleib zu Und, Hause. genau, ne? Also manchmal, ne, bei einigen Kunden ist ja immer noch Homeoffice-Pflicht, ja? Also da findest du die Kunden ja auch gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt, nachdem wir einmal da reingedrückt wurden in dieses Thema Digitalisierung, dass wir jetzt irgendwie gucken müssen, wie können wir jetzt intelligent damit umgehen? Und intelligent heißt halt eben, welche Funktionalitäten müssen digital oder sollten digital sein? Was wünscht der Kunde da? Und an welchem Punkt macht es dann doch nochmal Sinn, sich zu dem Kunden zu bewegen und zu sagen, guck mal, hier ist der Kugelschreiber.
ja, wie gesagt, kein Füller, dann, sonst trocknet der aus, ja, immer Kugelschreiber zum Unterschreiben, ja. Oder ist es, oder braucht er das gar nicht mehr, will der halt eben die digitale Unterschrift. Das heißt also, wir alle müssen, bin ich immer der Meinung, gucken, wie in unserem Kontext dieser Pfad gut funktioniert. So, das ist meine Sichtweise. Ne? Ich weiß nicht, welchen Reflex du da hast, aber ich glaube, wenn wir alle irgendwie ein bisschen mehr darüber diskutieren, was ist gut für unseren Kunden, dann sind wir da ganz nah dran. Absolut. Nee, du hast indirekt, ohne es zu wollen, mir wirklich aus dem Vertrieb, aus der Vertriebsschulung eine richtig coole Steilvorlage gegeben. Also hier ist der Kugelschreiber, ist natürlich gerade die Situation, du bist vor Ort beim Kunden, du kannst ihm den Kugelschreiber ja schon direkt in die Hand drücken und sag hier, unterschreib, ich habe doch jetzt alle Fragen beantwortet. Du hast natürlich dann immer noch die Pfiffigen, die sagen, und ich habe jetzt meine Rolle für heute gefunden, ja, Michael, aber da Kaltakquise am Telefon, das funktioniert doch immer noch. Also warum? Ich muss nicht zum Kunden rausfahren. Ich rufe den einfach an, von morgens bis abends. Kaltakquise am Telefon funktioniert und das passt auch für die Post-Corona-Zeit. Ich brauche dieses Social Selling doch gar nicht. Ich rufe einfach an. Ja, könnte man machen. Ich möchte einfach mal eine Anekdote erzählen. Ja. In der Corona-Zeit hatten wir 90% unseres Teams im Homeoffice. Und diejenigen, die da waren, die sagten irgendwann, Michael, so geht's nicht weiter. Wir nehmen die ganze Zeit hier nur irgendwelche Telefonanrufe an, ja, die aber für die anderen sind, ja. Und die sitzen schön zu Hause und gehen alle 3 Minuten mit der Katze raus. Ja, und wir müssen die ans Telefon ran, ja. Und dann haben wir ein Callcenter vorgeschaltet, die alles einfängt, ja, und dann halt per Mail an alle weiterverteilt, egal wo du sitzt, ja. Hast du schon mal eine Nachricht, da wollte ich einer erreichen. Und das Interessante ist, jetzt fallen natürlich die ganzen Akquiseanrufe auf, ja, weil die laufen natürlich in dieses Callcenter rein und wir kriegen eine Nachricht, ja, der, keine Ahnung, wollte sich nochmal melden, ja, weil er kommt nicht durch zu mir oder zu jemand anders und wollte sich ja nochmal melden. Und also Cold Calling ist halt A, sowieso illegal, ja, da, Datenschutz und Co., ja, und zweitens funktioniert es auch einfach nicht mehr, du kriegst die Leute ja gar nicht mehr. Ja. Und ja. Die sind auch genervt, ja, weil die einfach keinen Bock mehr darauf haben. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin ja mit meinem Unternehmen ein Freund des das hybriden Vertriebsansatz. Also du kriegst den Vertriebler vor Ort. Früher haben wir das dann Kaffeetermine. Also ich bin ja beim Espresso con Paolo. Früher ist man zum Kunden rausgefahren, wenn es kein Angebot gab. Ich komme vorbei, ich bin eh in der Stadt, wir trinken Kaffee zusammen. Du kriegst es ja aus dem Vertriebler, der auf Messen gefahren ist und der zum Kunden gefahren ist und das Jahresabschlussgespräch und neues Angebot. Du kriegst es ja aus dem Vertriebler nicht raus, dass der zum Kunden raus möchte, ja. Aber du sprichst was ganz Wichtiges an, ja. Entschuldigung, da grätsche ich mal direkt auch rein. Das finde ich ja total wichtig, weil das macht ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb. Ja? Ich sage ja immer so 90% der Marketingleute haben nie Kontakt mit einem echten Kunden, ja. Also, ja, und ein bisschen mehr Vertrieb in die Marketingfunktion und ein bisschen mehr Marketing in die Vertriebsfunktion hinein, dann sind wir schon ganz nah an der Lösung dran, weil der Kunde, den interessiert das ja überhaupt nicht, ob ich jetzt irgendwie auf der Visitenkarte Vertrieb, Marketing, CEO oder sonst was draufstehen habe. So, und genau, dieser ich nenne das ja mal den Nahkampf, ja, also rein in den Nahkampf, ja, und ich unterscheide dann immer zwischen informierender Termin, so nach dem Motto, hey Kunde, ich muss dir mal mitteilen, was Neues gibt und was du gebrauchen könntest. Und ich weiß ja, dass du es brauchst, weil du hast da ja irgendwie was gesagt. Ja? Und diesem, ich gehe mal zum Kaffeetrinken vorbei. Ja. Und diese Kaffeetrinktermine, ne, die sind tot. Ja. Also ja. Da haben die meisten einfach keinen Bock mehr drauf. Es sei denn, keine Ahnung, der Vertriebler kommt seit 25 Jahren dahin, ja, und die beiden sind froh, dass sie mal nicht arbeiten müssen. Kaffee halt, ist jetzt virtuell, ja. Ja, genau, ne, so. Wir haben auch schon virtuelle Koch-Events gemacht und virtuelle Kölsch-Trink-Aktionen gemacht. Oh! Ja, doch, das geht auch alles. Ja, so, also, aber der spannende Punkt ist, ja, wie kriegst du halt eben diese beiden Punkte gut kombiniert, dass es wirklich passt? Michael, wir haben es geschafft. Wir waren bei 6 Usern, bei 8 Zuschauern, 10. Wir sind zweistellig geworden. 12. Endlich nach gefühlten 80 Minuten die ersten Fragen. Sehr schön. Ich dachte schon, wird eine Alleinunterhaltung heute. Also ich sehe leider keinen Namen, vielleicht kann das, ach guck mal, der Martin Jäger weiß auch schon, guck mal, der Martin Jäger weiß auch schon, dass er den Namen nicht angezeigt hat. Aber Kaltakquise ist in Deutschland nicht verboten, doch. Einverständniserklärung ist schlichtweg verboten. Ja, also da gibt es auch keine zweite Meinung zu, ja, da kannst du jeden Rechtsanwalt zu fragen.
Ruft man einen Rechtsanwalt an und sagt, ich will dir mal eine Software verkaufen, hast im Faxgerät, die nutzt Fax nämlich noch, hast du direkt die Abmahnung. Ja? Du, das können wir mit dem Martin definitiv auch später nochmal klären oder in den Kommentaren später. Mir ist für mich vorhin durch den Kopf gegangen, als du es gesagt hast, ob es da nicht eine Unterscheidung gibt zwischen B2C und B2B. Aber ehrlich, ich bin Vertrieb, du bist Professor, du bist Marketing, also wenn du es nicht weißt, dann... Also, irgendwo wird es hängen, warum der Martin eine andere Meinung hat, aber ich glaube, der Martin ist der Letzte, der dann nicht mit sich reden lässt. Aber ich bin voll bei dir. Wenn du sagst, ist verboten, ist verboten. So. So, also das einzige Thema, was ist, dass ich im B2B gibt es halt eben tatsächlich keine Gerichtsurteile, weil die B2B-Unternehmen sagen, okay, komm, wir machen das ja auch irgendwie. Ja, aber Privatpersonen darfst du nicht anrufen und im B2B-Kontext darfst du es eigentlich auch nicht. Ja, es gibt keine Einverständniserklärung. Ende aus. Du darfst den Leuten auch keinen Kaltfax schicken. Ja, das ist auch nicht erlaubt. Du darfst ihnen auch keine E-Mail schicken. Ja. Ja, also es sind einfach, das ist die rechtliche Lage in Deutschland. So, und aber wie gesagt, jetzt bin ich nicht päpstlich als der Papst. Ich hasse das Thema ja auch immer Datenschutz. Ja. Ja, aber am Ende des Tages, natürlich müssen wir gucken, dass wir halt eben den Kunden, und das ist ja immer mein Ansatz, ne, nicht den Kunden was verkaufen, sondern den Kunden kaufen lassen. Ja, also schon zeigen, was er gebrauchen könnte, damit er halt eben auf diese Idee selber kommt. Und da muss ich natürlich schon auch irgendwann an den Punkt kommen, dass ich dann halt eben mit Menschen, die mich noch nicht kennen, also kalte Leads, muss ich mit denen halt eben auch mal reden und austauschen können. Ja. Was mir vorhin tatsächlich in unseren Ausführungen durch den Kopf gegangen ist, wo wir sozusagen, okay, wie tickt die B2B-Welt oder wie tickt die Welt heute, es fällt mir immer ein, Gartner, beziehungsweise die Schulungsorganisation, die an Gartner dranhängt, die nennt das Sensemaking. Und ich fand das super, weil vielleicht kanntest du das nicht oder war auch nicht deine Absicht, aber du hast genau den richtigen Ansatz dann zitiert, wahrscheinlich dann ohne zu wissen. Die sagen, die Aufgabe des Vertrieblers heute ist wirklich auch zum Kunden rauszufahren und generell im Vertrieb heute, der ist wie ein Berater letztendlich zu sagen, guck mal, lieber Kunde, es gibt diese Studien, es gibt das und das und das und der hilft sozusagen, er begleitet den Kunden, dass alles das, was er an Informationen und Daten selber schon recherchieren kann, dass das für ihn Sinn macht, also Sensemaking. Also er begleitet ihn da rein praktisch natürlich in seinem Sinne, am Ende ist natürlich seine Lösung diejenigen, die ihn dann weiterbringt, sonst wäre er kein Verkäufer, aber der Verkäufer kommt immer mehr in die Situation zu sagen, ich helfe dir mit den zur Verfügung stehenden Informationen und helfe dir, die einfach in den Kontext setzen, weil ich halt in der Branche tätig bin und mich auskenne. Genau, guck mal, da war nochmal der Martin kam nochmal, hat nochmal einen nachgeschossen, berechtigtes Interesse, das fiel mir später nochmal ein. Aber tatsächlich nochmal zurück zu dem Gartner-Ansatz. Ich grätsch mal direkt rein, das ist auch immer mein Argument. Ist meine Argumentation. Sensemaking, ich bin da völlig bei dir. Berechtigtes Interesse bin ich auch dabei. Aber halt eben in der Kaltakquise musst du das auf den Individualfall nachweisen können. Ja. Aber gut, lass uns darüber nicht sprechen. Sensemaking, ich bin da total bei dir. Die Frage ist ja, bin ich im Pull- oder im Push-Kontext unterwegs? Ja. Also muss ich der Welt jetzt erstmal sagen, hallo, hier bin ich, ne, und hier ist meine Lösung. Ne, da muss ich den Kunden halt eben durch seine Customer Journey begleiten. Ja? Also Lead heißt ja auch führen. Ja? Also ich muss den Kunden dann durchführen. Und da sollte ich mir vorher mal immer genau schlau die Frage stellen, wie geht der denn da eigentlich vor? Ne? Dummerweise ist das halt eben keine Pauschalreise. Das heißt, alle Kunden in so einem Markt machen das gleich, sondern es ist eine Individualreise. Ja? Jeder macht so ein bisschen anders. Ja? Cool. Aber allein diese Frage mal zu beantworten, wie geht der das vor, das ist für den Vertrieb und für Marketing echt ein guter Ansatz. Der zweite Punkt ist, Sensemaking, ja, das heißt also, das ist dieses Pull-Thema. Ja, ich muss halt eben dann in meinem Kontext, ja, ich behaupte ja immer, ich muss irgendwie relevant sein. Ich sollte halt eben in meinem Kontext der Bekannteste sein. Und wenn der Kunde dann auf diese Idee kommt und sagt, ich muss mich mit dem Thema, was, keine Ahnung, du, ich, Herr Jäger oder wer immer hier mit dabei ist, lösen kann, ja, wenn, dann muss ich auf die Idee kommen, diese Person anzusprechen und zu sagen, so, hey, ich habe da gesehen, du hast da was, ja, und dann bin ich doch richtig im Kontext drin und dann wird das Leben auch einfacher. Dann so Butter bei die Fische, Michael. Ist Social Selling obsolet mittlerweile? Nein, auf keinen Fall. Ne? Also ich muss halt diese Social Media Kanäle, die halt intensiv genutzt werden, da muss ich halt eben sichtbar sein in meinem beruflichen Kontext. Ich sollte da jetzt nicht irgendwie jeden anbaggern, wo es nur geht, ja, aber im Sinne von so, hey, hier bin ich, ja, und du kannst ja sowieso nichts, deswegen melde ich dich jetzt mal hier an. Sondern sichtbar sein, Kontakt aufnehmen, damit die Leute einfach wissen, was man macht. Mhm. Und dann habe ich halt eben Social Selling auch in guten Kontext geliefert. Richtig. Genau.
Ja, was mir da so ein bisschen immer durch den Kopf geht, ist dieses Geführte, also über die Information, die ich komme dann immer so mit Hänsel und Gretel und den Erbsen oder die, was die halt als Spur, als Customer Journey im Wald sozusagen auslegen. Ich bestimme ja, mein erstes Ziel ist, dass jemand mir folgt und dann versuche ich, und dann, wie du gesagt hast, ja, bloß nicht die Leute anpitchen, anmailen, sagen, ich will dir was verkaufen. Es ist ja das Beispiel, immer zu sagen, du hast gerade jemanden kennengelernt und dann will der dich schon heiraten. Das macht man ja nicht. Also im echten Leben machst du es nicht, aber bei LinkedIn sofort, ja. Oh, wir haben uns vernetzt, willst du 3 Kinder mit mir? Nein, warte doch ab. Und deswegen sage ich immer erstmal dann den Content wirken lassen. Und dann gehe ich natürlich auch bewusst vor, also praktisch diese Spur hinterlassen. Das ist das, wofür der Paulo steht. Das ist seine Expertise. Und dann entweder, dass die Anfrage kommt oder dass man sozusagen den Kunden führt durch diese Phase. Er kennt dich dann, er vertraut dir dann schon und dann kommst du in die letzte Phase, wo er sagt, jetzt ist er bereit zu kaufen. Aber es ist im Grunde genommen ein Prozess, den wir begleiten im Vertrieb, indem wir bewusst eine Spur an Content draußen hinterlassen, die dann den Menschen schon mal fast so ein Selbstkauf. Der geht auf deine Webseite, kann sich selber schon aussuchen, was ihn interessiert. Und dann den letzten Schritt, den machst du natürlich dann, weil du weißt, dass es ja ständig bei dir irgendwelche White Paper downloadet oder PDFs. Dann gehst du natürlich irgendwann mal, der ist jetzt reif. Ja? Im Lead Scoring weißt du, der ist jetzt reif. Den rufst du dann an und sagst so, ich heb dich jetzt über die Schwelle, um jetzt wieder beim Heiratsthema zu sein. Ja. Bin ich völlig bei dir, ja. Also das ist halt eben eher so ein schlauerer Weg. Ich sage ja immer so, ne, wenn ich zu Hause bin, ne, klingelt an der Tür, ja, steht einem Staubsauger vor der Tür, ja, dann kann der nicht von Roventa sein, ja. Der muss von Vorwerk sein, ja. Das heißt, eine Marke Vorwerk macht an der Stelle dann die Tür auf, ja, und lässt dich rein. Ja, und dann kommt es natürlich auf die Fähigkeiten und die Ausbildung des Vertriebes an. Dann halt eben eine Lösung zu haben. Und wenn ich das auch über Social Media jetzt mal übertrage, ne, ich muss halt eben über meinen Content, über meinen Kontext, muss ich halt eben die Tür aufmachen. Ja, ich muss bei der relevanten Zielgruppe oben im Kopf sein, dass sie sagen, hey, jetzt habe ich hier ein Problem, jetzt gucke ich mal, wenn ich da anrufe, ja, und oder anmaile. Ja, und dann muss ich da halt eben dann auch vertrieblich agieren können. Also von daher bin ich da völlig bei dir. Und wir haben jetzt schon LinkedIn angesprochen. Du bietest ja auch so einen LinkedIn-Profil-Check an. Ich finde, das ist für jeden, der im Vertrieb tätig ist, auch echt eine sinnvolle Lösung. Ja, weil einfach mal jemanden drauf gucken zu lassen, so nach dem Motto, nutzt du denn eigentlich diese ganzen tollen Features, die gerade letztes Jahr, es war ja extrem, was LinkedIn alles Neues geliefert hat. Ja, nutzt du das eigentlich? Ja, auch ich sage mal so, da geht da auch ganz viel durch, ne? So nach dem Motto, gibt es halt hier schon wieder was Neues, da schon wieder was Neues, hast ja gar keine Zeit, alles nachzuverfolgen. Deswegen, da dein Dienst oder dein Angebot, das ist echt prima, mal auf das Profil drauf zu gucken. Ne? Absolut, ja, so ein bisschen wie nicht Frühjahrsputz, jetzt zum Neujahrswechsel einfach mal schauen. Hier, Paulo, schau doch mal über mein Profil drüber. Ist es gut? Bei dir haben wir es natürlich mal einfach mal ausprobiert, war sehr, sehr stark schon und trotzdem haben wir so 1-2 Punkte gefunden, wo wir nochmal nachlegen können. Also gerne, also danke, dass du es erwähnt hast. LinkedIn-Profilcheck mache ich dann natürlich, kennt ihr bei einem Post, heißt dann immer, kommt unten in die Kommentare, später mache ich den Link dazu. Aber das ist ja nicht alles. Also wenn man das Profil gecheckt hat, ist man noch kein Social Selling Experte. Also ich bin als Zwischenresümee völlig bei dir. Also Social Selling ist here to stay. Also es ist natürlich stärker geworden durch die Corona-Pandemie. Es ist jetzt, weil die Pandemie vorbei ist, nicht weg vom Fenster oder vom Menü, sondern es bleibt und es wird, denke ich mal, auch viel mehr Geschäftsführern, Marketingleitern und Vertriebsleitern bewusst werden, dass es ein sinnvoller Ansatz ist, um einfach auch Leads zu generieren. Ich habe nie gesagt, dass du die große 50 Millionen Fabrik über LinkedIn verkaufst, sondern dann kommt dein klassischer Vertriebsansatz. Aber du redest mit den richtigen Menschen, die schon viel von dir wissen und von deinem Angebot. Und da, um da wirklich auch sich Experte auch mit Zertifikat nennen zu können, haben wir ein gemeinsames Projekt, das will ich natürlich dann an der Stelle hier zu Beginn des Jahres auch nicht vorenthalten. Zusammen mit dem Bundesverband der Vertriebsmanager hat das DIM-Jahr einen Lehrgang, Social Selling Expert, auch angeboten. Ich glaube da, ich bin zwar Lehrgangsleiter, aber trotzdem, wenn ich den Geschäftsführer dabei habe, kannst du natürlich dann auch noch mal kurz was dazu sagen. Ja. 17 Module, aber den Rest... Genau, das ist jetzt sozusagen unser Vertriebspart, ne? Ja, natürlich. Vorher Content, Vertriebspart. Genau, wir haben ja einfach diese Diskussion hier geführt, so nach dem Motto, wo kann man denn als, wenn man so im klassischen Vertrieb unterwegs ist, einfach mal weiter qualifizieren, ja? Also gerade Vertrieb
schult ja viel, viel mehr als Marketing. Ja? Also Vertriebsmitarbeiter haben einfach viel mehr Trainings als Marketingmitarbeiter. Und da hier haben wir jetzt mal so eine Lösung gebaut, wo man sagt, jeder kann in seinem Kontext, in seiner Geschwindigkeit die relevanten Themen, die wir gemeinsam mit dem Vertriebsmanagerverband und mit dir und mit unserer Expertise zusammengeschraubt haben, ja, kann man den sich erarbeiten. Man hat kann Einsendeaufgaben machen, man kann halt eben selber Dinge ausprobieren, ja, und hat hinterher auch so ein bisschen so eine Zertifizierung im Sinne von Stempel, nur so nach dem Motto, ich habe mich da durchgearbeitet und weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Ja, also das war ja so ein bisschen so der Kontext, die Profis, die es da draußen im Markt gibt, weiter zu qualifizieren. Das war ja hier auch ein Kommentar. Es gibt viele schlecht geschulte Leute. Ne? Mhm. Nein, wir wollen da irgendeinen weiteren Baustein dazu liefern. Und natürlich, wie das dann so ist, wenn wir über digitale Lösungen sprechen oder digitalen Vertrieb, Social Selling, dann darf das natürlich auch nicht nur in Präsenz laufen, sondern auch eine digitale Lösung. Ich gebe dir auch vollkommen recht. Also einerseits von der Perspektive her können wir sagen, oder haben sie wirklich gut begonnen, die beiden, haben über Corona und Social Selling gesprochen. Am Ende ist eine Vertriebsveranstaltung, Kaffeefahrt am besten, virtuell mit Kaffee. Ja, wir haben ja Kaffee. Ist es nicht. Ich sehe das eher so halb voll sozusagen, das Glas. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst hier, ich höre die Symptome an, sagt, naja, wo drückt es denn? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt nach Corona weiter mit Social Selling machen soll oder nicht. Und dann sitzt du da und dann hat der Arzt sich das angehört, hat die Historie und dann schickt er dich weg. Nee, also wir haben natürlich dann unseren LinkedIn-Profil-Check und den Social Selling-Expert mitgenommen und sagen, ja, für uns ist Social Selling here to stay. Wenn ihr professionell aufgestellt sein möchtet, dann macht das. Ob die das dann bei uns buchen oder woanders, es gibt andere, die LinkedIn-Profil-Checks anbieten. Es gibt auch andere, in Deutschland, glaube ich, mit dem Social Selling Expert mit Zertifikat als Lehrgang sind wir die Ersten und momentan noch die Einzigen, oder? Also mir ist jetzt nichts anderes bekannt, aber ich beobachte auch nicht täglich den Markt. Aber dadurch, deswegen können wir sagen, ja, Verkaufsveranstaltung oder wir sind einfach, sei gut und sprich darüber, ja. Genau. Also wir haben ja die gute Kombi aus dem Verbands-Know-how, dein Know-how, unser Know-how. Das ist schon ganz eine coole Lösung geworden. Ja? Also absolut, ja. Ich habe auch nochmal ein Auge geworfen. Die Teilnehmer sind auch gut, also von daher sind wir doch mal ganz selbstbewusst und sagen, also, schöne Geschichte. Der und Markt ist groß. Das kannst du sogar fördern lassen, ja, fast umsonst. Ja. Also von daher, Punkt. Siehst du mal, es ist für mich einfach eine runde Geschichte zu sagen, okay, ich spreche ein Thema an, dann gebe ich einfach meine Einblicke darauf, warum ich denke, dass es wichtig ist. Du hast es bestätigt. Und völlig legitim. Und diejenigen, die eine tolle Lösung haben und nicht drüber sprechen, verpassen was. Ja. Von daher gesehen, wenn ihr Fragen dazu habt, wir sind jetzt heute zum Thema vorhin Kaltakquise. Ich wusste fast schon, dass wenn ich das Wort Telefon-Kaltakquise, das ist so ein heißes Thema, das ist so ein Spiel zwischen Social Selling und Telefon-Kaltakquise. Das war das Einzige, leider oder zum Glück, das getriggert hat. Ich denke, ansonsten gehen wir jetzt gerade von 6, 8, 10, 13 in der Spitze, sind wir wieder bei 10, sind bei 22 Minuten. Vor Gericht hätte ich gesagt, jetzt nochmal die Schlussplädoyers. Nein, du kennst das bei mir. Irgendwann mal ist die Tasse leer. Bei mir ist noch ein kleiner Schluck drin. Ich habe auch nur noch einen kleinen, ne? Dementsprechend Prost. Unabhängig vielleicht in dem Fall, wenn es so weit passt. Du hast ja den Verlauf heute mitbekommen. Hier, guck mal, jetzt. Michael, jetzt haben wir lang genug gewartet, der Herr Radde. Ja. Ich würde dir gerne was fragen, aber ich nicke nur die ganze Zeit und kann euch nur zustimmen. Danke, Björn. Ja, sehr schön. Gut. Ja, da vielleicht. Jetzt stehen wir am Anfang von einem Jahr 2023. Ähnlich wie 2022, also wir beide sagen, das, was wir 2022 zum Beispiel mit dem Social Selling, wie haben wir es damals genannt? Sag nochmal. Wie hieß denn unsere Hop-In-Veranstaltung Anfang des Jahres? Social Selling? Workout. Workout, ja. Genau. Genau, da bleibt solche Veranstaltung auch dieses Jahr so ein bisschen so ein Ausblick, dass wir am Ende nochmal kurz drüber sprechen. Was siehst du quasi dieses Jahr in Trends? Genau, also wir haben folgendes Fazit gezogen, also muss man wirklich sagen, ne, als Bildungsanbieter, bis September lief Präsenz so gut wie gar nichts. Wir sind damals im Januar, Februar mit dieser Social Selling Workout gesichert, habe ich gesagt, okay, jetzt wird das Thema ein bisschen abflachen, wieder mehr Präsenz kommen.
Aber dann kam halt eben der Krieg, ja, dann sind alle wieder sich, haben sich wieder zurückgezogen. Ja, und das war halt eben für, ich glaube, für alle irgendwie ein sehr anstrengendes Jahr. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das halt eben sich halbwegs alles normalisiert. Es wird weiterhin solche Online-Themen geben, weil sie einfach sehr praktisch sind. Ja, ich muss nicht anreisen, ja, also gerade so dieses Thema eine Stunde Input liefern, sehr komprimiert. Ja, die Tendenz geht dahin. Ich habe gestern noch gesagt, wir haben früher 5 Tages-Workshops verkauft. Ja, und jetzt kriege ich 5 Tages-Workshop, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen 5 Tages-Workshop verkauft habe. Ja, klar. Ja, jetzt ist es eher so eine Stunde, 2 Stunden, ja, so, und dann, das ist halt eben eigentlich ein super Format hier für solche Formate. So, wenn du aber sagst, du, ich will mit einem Team gemeinsam Workshop was erarbeiten, dann gerade so Vertriebsthemen und Verhaltensänderungen etc., da kommen wir dann doch wieder in diese Präsenz hinein. Vielleicht so ein bisschen Hybrid, ne, Vorbereitung, Nachbereitung online, aber das ist meine These und ja, es verlagert sich immer mehr hier rein und wir alle müssen halt eben die Frage stellen, was ist in unserer Kultur unseres Unternehmens eigentlich in Zukunft angesagt? Ne? Absolut. Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also zum einen, aber das wird jetzt wirklich zu weit führen, auch zum Thema weg. Ich sehe innerhalb der Teams, die ich schule, natürlich auch eine gewisse Heterogenität. Also da gibt es natürlich altersunabhängig diejenigen, die ein bisschen schneller und lustvoller durch die Schulung durchgehen und andere, die eher so eine Abwehrhaltung haben. Und ähnlich ist es natürlich im Unternehmen auch. Es muss natürlich auch, es sollte zur Unternehmenskultur passen. Und ich sage jetzt einfach mal, es wird auch zur Unternehmenskultur passen, nämlich diejenigen, die sagen, das ist nichts für uns, die kaufen das nicht. Die kaufen das erst in 2 oder 3 Jahren. Da gibt es natürlich auch beim Social Media Vertrieb oder Social Selling oder digitalen Vertrieb, gibt es halt diejenigen, die vorangehen und als Erste das machen. Und dann gibt es natürlich auch die, die in der gaußschen Verteilung in der Mitte sind. Und dann gibt es auch die, die das entweder nie einführen oder zu spät oder erst spät. Ja, von daher gesehen, du hast einen wichtigen Punkt angebracht, sowohl innerhalb der Teams als auch auf Unternehmensebene innerhalb der verschiedenen, in der Branche gibt es halt die, die vorangehen und die später. Ich finde, wir haben für einen Espresso-Talk, wir haben heute einen dreifachen Espresso draus gemacht, aber ist auch gut so. Das schön von draußen zu hören, dass das Mangeln an Fragen nicht ist ein Desinteresse, sondern wir sind jetzt wieder bei 11 Teilnehmern. Sondern wie der Björn das gesagt hat, er nickt die ganze Zeit. Also wir haben anscheinend viele gute und richtige Sachen gesagt und kriegen nochmal vom Dirk die Bestätigung, erfrischender Talk, keine Fragen. Michael, puh, es lag nicht an uns, ja. Gut, in dem Sinne. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Espresso. Vielen Dank für die ersten Worte im Jahr hier live im Espresso con Paolo. Und ja, bis bald. Euch allen. Noch einen schönen Resttag, eine schöne Woche und ein frohes neues Jahr. Bis dann. Ciao. Ciao.